Ein bisschen weiter weg. Hallo zusammen, wir sind bei unserem Transformation Lunch bei der Episode 12 angelangt. Neben mir, das ist die wunderbare Kollegin. Edi Schäfer, hallo. Und ich bin Adrian Hilberts. Ja, wir begrüßen euch. Heute geht es um das Thema innere Kindheilung. Und die liebe Hedi hat euch da wundervolle News und Erfahrungen aufbereitet. Ja, was hat's denn mit der inneren Kindheilung auf sich, liebe Das Hedi? ist erstmal ein großes Wort, wo manche so erstmal zurückschrecken, so nein, 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 nein. Innere Kindheilung, das ist ganz einfach, wenn du mit deinem inneren Kind, also mit deinem Vergangenheits-Ich in Kontakt gehst und das, was vor allen Dingen unbewusst schwelt, also limitierende Glaubenssätze, an die wir so schlecht rankommen, weil 95% einfach unterbewusst ist, sind unsere Autobahnen, die irgendwann mal angelegt wurden und jetzt kommen sie eben in unseren Mustern zutage und wir, oder unseren Triggern oder in den Resultaten, die wir nicht mehr haben wollen. Und wir fragen uns einfach, woher kommt das? Und da ist es einfach so effektiv, mit dem inneren Kind zu arbeiten, weil du da eben die Chance hast, wirklich erstmal zu verstehen, woher kommt es, aber vor allen Dingen es aufzulösen mit dem Super-Tool, was wir alle in uns drin haben, auch wenn wir nicht glauben, dass wir es in uns drin haben, ist meine Erfahrung, nämlich die bedingungslose Liebe, also die Herzenergie, die so hoch schwingt ist, dass sie alles transformiert, Schatten zu Licht. Und das ist eben also innere Kindheilungsmeditation oder innere Kindkontakt ist da unheimlich effektiv, um so den Ballast, was ich immer höre von meinen Klienten, oh, es fühlt sich plötzlich so leicht an oder oh, meine Schulterschmerzen sind plötzlich weg, um das in kürzester Zeit ja zu erreichen. Ja, was ist denn so ein typisches Beispiel, was man jetzt mit der inneren Kindheilung dann bewirken kann, ja? Also einmal das, dass du plötzlich irgendwas Körperliches löst dich auf oder dieses Gefühl, oh, ich kann atmen. Oder auch jetzt gerade neulich Klientin, die das, ja, die einfach verstehen wollte, warum sie eine so große Verlustangst beziehungsweise Angst vor dem Alleinsein hat und dann zurückgegangen ist. Also wie ich das eben mache in der Heilungsmeditation ist, dass es wirklich ab 18 bis runter in 2 Jahresschritten, damit du eben, ne, so die meiste Chance hast, wirklich auch zu lernen Ja. und so sehr zu sezieren, wie nur irgendwie möglich. Und Ja, dann ist und oft sie. erkennt man ja auf diesem Weg, sorry, dass ich einklinke, Nee, na. auf diesem Weg, dass so Muster sich immer wiederholen, ne? Je mehr du dann halt quasi Richtung Ursprung deiner Inkarnation kommst, desto mehr wird dir klar, hey, Moment mal, das ist ein ähnliches Muster, ja. Genau. Du siehst dich plötzlich auch mit 14 in Situationen mit deinen Eltern, wo du denkst, oh, das hatte ich total verdrängt oder vergessen. Du hast auch Blanks. Also es kann gut sein, dass du ein paar Jahre ausblendest, einfach weil du noch nicht bereit bist, da jetzt in die tiefe Heilung zu gehen. Du bekommst immer nur das, was sozusagen für dich, wozu du bereit bist. Und dann eben auch, also so Dinge, das, was mich jedes Mal fasziniert, weil wir dieser Supercomputer sind, der wirklich alles abspeichert, sie jetzt irgendwie einen Tag alt und allein im Bettchen weinend. Das hat sie erlebt oder hat sie gesehen. Und das, ja, das, wo man denkt, so rational, das kann nicht sein, aber tatsächlich, das hat sie dann aufgelöst und dieser Ballast ist abgefallen, obwohl sie das nicht mehr wirklich mit dem Verstand hätte, ja, rekapitulieren können. Oh Gott, heute ist Feiertag. Heute ist Feiertag. Halloween. Nix Transformation Lunch, sondern Feiertag. Weißt, was ich meine? Bei uns ist ja erst morgen Feiertag. Ja, wir verwirren euch alle. Wir machen gerade die Aufnahme am Montag. Heute ist bei uns Reformationstag und bei euch morgen. Und wir schalten die frei für euch am Mittwoch oder Donnerstag. Mal gucken. So, das zu behind the scenes. Genau, also du hast wirklich die Möglichkeit, detailliert zu sein und das dann durch deine große Selbstpower, Selbstliebe zu transformieren. Weil das Problem ist häufig, oder das erlebe ich eben, dass wir Menschen, die für unsere Trauma in Anführungsstrichen verantwortlich sind,
die selber Trauma erlebt haben und nur dadurch eben diese Power auch gekriegt haben, dass wir denen und die Verantwortung geben für unser Trauma. Dann, wenn wir das machen, geben wir denen auch die Verantwortung für unsere Heilung. Absolut. Und das darf eben nicht sein, wenn du wirklich heilen willst oder in die Selbstverantwortung gehen willst und ein empowertes Leben ohne Selbstzweifel, ohne limitierende Glaubenssätze, ohne Blockade leben willst, dann ist das unsere Aufgabe. Und genauso wie wenn wir Eltern werden, Vater, Mutter, und das Gefühl haben, so, ich habe diese selbst oder diese bedingungslose Liebe nie erfahren, das können wir uns selbst geben. Also es ist tatsächlich, also es ist innere Kindheilung oder innerer Kindkontakt ist die höchste Form von wirklich Selbstführung, Self-Mastery. Ja, absolut. Und halt sehr, sehr viel, wie du schon gesagt hast, Selbstliebe und eben auch Selbstwertsteigerung, ne? Was ja sehr, sehr eng miteinander verwebt, verflochten ist. Ja. Genau, und wenn du das Gefühl hast, irgendwie dieses Wort Liebe ist zu hoch, Selbstakzeptanz, Selbstrespekt, ne, all das, was du jetzt gerade gesagt hast, ganz genau. Absolut, ja. Ich würde gerne noch einklinken mit einer kleinen Geschichte von mir selber. Und zwar hatte ich eine ganze Zeit, viele, viele Jahre Probleme, langfristige Freundschaften zu pflegen. Und ich habe dann eben auch geschaut, wo das herkam. Und mit dem 6. Lebensjahr bin ich halt 40 Kilometer von meinem damaligen Wohnort weggezogen. Und mein bester Freund Frederik blieb natürlich dort wohnen. Und 40 Kilometer waren halt schwierig dann. Also klar, haben wir uns immer mal wieder gesehen, aber es war halt nicht mehr die Freundschaft wie davor. Und das war irgendwie so dieser erste Bruch. Und dann in der 3. Klasse hatte ich einen weiteren besten Freund, den Nico. Lieben Gruß nach da oben, wo auch immer du gerade bist. Der hat leider ja, diese Welt hier verlassen. Und also der war in der Nordsee, hat eine Sandburg gebaut und wollte dann einen Tunnel durchgraben. Und dann kam natürlich genau in dem Moment eine Welle. Und die Eltern waren genau in diesem Moment ganz kurz am Supermarkt irgendwas zu trinken holen. Ja, und kam dann halt wieder. Und dann hat er noch mal eine Stunde, glaube ich, gelebt. Aber das Hirn hatte einfach zu wenig Sauerstoff und dann war er halt weg. Ne? Und das war halt das zweite Mal dann eigentlich. Und dann gab es in der Jugend noch mal eine Story, wo ich für einen Freundeskreis nicht cool genug war. Ja, und diese drei Erlebnisse, das ist mir erst viele, viele Jahre später bewusst geworden, dass das eigentlich dafür verantwortlich war, dass ich dann immer, wenn ich das Gefühl hatte, boah, jetzt kann ich mich hier fallen lassen, jetzt kann ich Vertrauen aufbauen, dass ich dazu gemacht habe und die Menschen nicht weiter an mich rangelassen habe. Und es war dann auch so, dass ich mega sarkastisch war, was ja auch so eine Form ist, dass die Leute einen nicht einschätzen können, ne? Weil man sie nicht nah an sich ranlässt. Ja, und das war eben auch ein Thema, was ich mit diesem Tool dann behandeln durfte. Und ich musste halt weit über 30 werden, damit ich halt diese Geschehnisse aus der frühen Kindheit letzten Endes heilen konnte. Ja? Von daher, ja, setzt euch mit diesem Tool auseinander und meldet euch gerne bei der lieben Hedi oder sucht euch jemand anders, der sich da in der Tiefe mit auskennt, wo ihr euch wohlfühlt und ja, geht diese Themen aus eurer Kindheit an. Ihr habt nur dieses eine Leben, was wir bewusst wahrnehmen, ja. Ja, absolut. Absolut. Und durch die innere Kindheilung finde ich auch, also ich hab auch jahrelang in der Psychoanalyse Tiefenanalyse zweimal pro Woche und ich fand, es war so ein schönes Tool, um wirklich dann auch selber immer wieder, ne, ich musste nicht irgendwo hingehen, sondern ich konnte es halt selber immer wieder machen, weil ich bin ja der Träger meines inneren Kindes und ich kann ja ständig, wann auch immer ich will, mit der kleinen Hedi in Kontakt treten und auch immer wieder checken, ist das jetzt die kleine Hedi oder bin ich jetzt die Erwachsene? Aus welcher Situation möchte ich denn jetzt die neuen Entscheidungen treffen? Will ich jetzt wieder dieses Beziehungsmuster weiterspinnen zum Beispiel, ne, wie in deinem Fall, oder sage ich jetzt so, okay, ich breche jetzt mal das Muster bewusst, ich liebe meinen inneren Adrian, aber jetzt muss ich das vielleicht gar nicht mehr so machen. Und da finde ich diese innere Kind-Kontakt einfach, ja, ich fand es auch ziemlich erhellend,
gerade auch in Bezug auf Beziehungen. Aber Absolut, ja. das geht jetzt zu weit. Wir sind jetzt schon wieder drüber. Also gerne, wenn ihr Lust habt, hier unten ist ein Herbst-Special. Anstelle von 88 € kriegst du jetzt für 48 €. Da bekommst du die innere Kindheilung in Gänze. Eine Stunde lang ist es tatsächlich in zweier Schritten, also zwei Jahresschritten, nicht nur dein inneres Kind, sondern eben auch der innere Jugendliche, ne, der eben genauso Heilung braucht, wenn du eben in Abhängigkeit warst, wenn du eben bestimmte Dinge, in Anführungsstrichen Traumata, die du nicht verstanden hast, also Dinge, die einfach nicht richtig zum Abschluss gekommen sind, emotionale Prozesse, die nicht zum Abschluss gekommen sind, die nicht Was ist es verstanden genau? wurden. Meditation oder muss ich da Ja. noch gewisse Sachen durcharbeiten? Wie viel Zeit nimmt es ungefähr in Anspruch? Also das in Gänze ist es eine Stunde, dieses Intro ist eine Viertelstunde, da führe ich dich kurz ein, aber dieser wirklich entspannte Teil ist eine Stunde. Du kannst es natürlich so häufig machen, wie du möchtest. Du kriegst aber auch noch einen Bonusteil. Das ist nochmal eine Viertelstunde Meditation, Kurzmeditation, der innere Kindkontakt für den Alltag, wo du immer wieder einfach in den Kontakt gehst, nicht strukturiert von 18 bis zu deiner Zeugung, sondern eben wo jetzt gerade, was jetzt gerade dran ist, dann immer inneres Kind immer wieder so zum Dialog aufforderst und so halt über 21 Tage danach auch weiter die Heilung vertiefst und weiterführst. Sehr cool. Das posten wir gleich hier unten rein. Machen wir. Und darüber hinaus, wie immer, wenn ihr Lust habt, einen direkten Zoom mit Hedi oder mir zu führen, auch nochmal die Links hier unten rein. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Feiertag heute, wenn ihr in den anderen Bundesländern wohnt, morgen. Und ja, bis ganz bald. Ciao, Bis ciao. bald. Danke, Adrian. Danke euch. Danke, Hedi. Tschüss Ciao. zusammen.